like some rebels. Yay! Dürfen spielen! Oh, wann regnet es wieder mal? Du, ich hab so ehrlicherweise keinen regnet. Plan. Hast du schon 20 geschaut, oder? Ja. Und das ist klar und sonnig, ja. So dermaßen wenig Regen die ganze Zeit. Was hatten wir? Einmal, zweimal Regen? Zweimal. Den Rettich hätte ich schon noch mitnehmen können. Oder die Pastinaki. Ja, dann gehe ich schon mal zum Schmied. Zum was? Zum Schmied. Deine Axt abholen? Meine Axt abholen. Nice. Weiß gar nicht mehr. Brauchen die einen Tag, zwei Tage, drei Tage? Zwei Tage. Das ist jetzt der zweite Tag. Oder schon der dritte? Hast du doch gestern erst abgegeben. Nee, vorgestern nicht? Abgegeben. Hm. Vorgestern um 14 Uhr abgegeben. Okay. Schauen wir mal. Komm schon mal. Oh, noch eine Stunde nicht offen. Oh. Cool. Wenn man den Müll da sucht und Kupfererz bekommt. Wer wirft denn sowas weg? Was ist los mit den Leuten? Hat bestimmt Leine für später versteckt. Dieses pädagogisch wertvolle Spiel zeichnet ein klares Ebenbild unserer heutigen Gesellschaft. Ja. Wieder. Ja. Auch wenn es nur mit 16-Bit-Grafik ist, verdammte Scheiße. Ist doch wurscht. Das hat einen Charme. Könnte auch nur 8 sein. Nee, das wäre dann ein bisschen arg wenig. Du musst ja alleine schon so lachen bei dem Anfangsbildschirm, wie er da sitzt, in einem Callcenter. Mhm. Ich hab meine Kopfaxt. So, dann stell ich mal das Silo auf. Ne? Laden. Perfekt. Eine Stahlaxt kostet auch bloß 5000. Aber willst du gleich noch ein Upgrade machen oder was? Nee, ich mache jetzt erstmal die Bäumchen weg. Mein Problem wäre es ja nicht. Kohle haben wir zurzeit im Überfluss, aber. Nein. Ich brauche Eisen. Eisen, keine Kohle. Da. Also 5 Eisenbahnen und ich glaube, die haben wir nicht. Nee, ich glaube nicht. Wir haben aber genug Eisenerz. Locker 30 oder 40 Eisenerz haben wir. Können es da so relativ schnell herstellen. Oh Gott, es ist Samstag. Jetzt kann ich mir die Angel wieder nicht holen. Da ist nur noch bei schlechtem Wetter in seinem Laden. Wo ist der Honk? Oh, ich krieg die Krise. Jetzt bin ich bockig, jetzt stelle ich mir auch erstmal die ganzen Items für die Angel her. Soll ich noch ein oder zwei Fruchtbäume holen? Könnten wir auch noch mitnehmen, klar. Wenn ich den jetzt noch setze, dann geht er sich aus bis in Herbst, der Apfel zumindest. Okay. Und im Herbst. Passt das noch vom Timing her? Ja, geht sich gerade noch aus. Kupferbahn 10 Harz. Soll ich ein oder zwei holen? Kosten 4000 das Stück. Okay, dann erstmal nur ein. Das dürft ihr auch so nehmen. Ich muss jetzt erstmal ins Bett, bevor ich wieder umfalle. Schon wieder. Noch ein paar Bären. Ich meine, Sascha, du könntest. Hallo? Dann hier hin. Wo hast du den hingepackt? Links oben. Ja, hier? Ja. Cool, okay. Da haut der rein, der Typ. Aber in einer Tour.
Zaun, Zaun, genau. Ich muss halt noch wachsen, mein Gott. Du hörst es die ganze Zeit nur im Hintergrund irgendwie knuspern. Das Schlimme ist, du hörst nicht mal irgendwie jemand auf dem saftigen Steak rumkaut. Nee, nee, alles immer nur Grünfutter. Wann kaufen wir uns eigentlich einen Stall mit Kühen? Wenn wir schon mal bei einem Thema sind. Der denkt nur ans Essen. Ich brauche Fleisch. Fleisch gibt's hier nicht in dem Spiel. Vergiss das. Wir sind vegetarische Farmer. Ah ja. Dann noch eins. Irgendwie turnt mich das jetzt gerade von dem Spiel ein bisschen ab. No. So. Das eingezäunte Gebiet bei den Hühnern ist erledigt. Warum hast du da einen Zaun drumherum gemacht? Die Hühner nicht überall rumlatschen. Ja, aber die müssen ja im Endeffekt Gras fressen, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, wir kaufen uns ein Grasstarter-Kit und setzen das hier hin. Ah, okay, okay, das wusste ich nicht. Dass du das da direkt auch welches anpflanzen kannst. Okay, perfekt. Deswegen frage ich ja so blöd. Und drinnen haben sie ja auch noch ein Futterdingsbums. Für das brauchen wir ja das Heu. Genau. Weil genau. Im Winter gibt's kein Gras. Ich habe halt deswegen gefragt, weil mich das so irritiert hat. Weil bei mir sind sie wie wild über die Farm gerannt und haben halt verzweifelt nach Grasbüscheln gesucht. Ja, nee, das mag ich nicht. Die sollen da drin bleiben. Nein, ist ja eine gute Taktik. Wir müssen noch ein bisschen in die Mine Kupfer und Eisen für die Sprinkler holen. Ich bräuchte eine bessere Waffe unbedingt. Ja, dann. Kupfer ist eh nur weiter oben. Da kannst du ja ganz so einfach ja, okay. Rumschimmeln. Dann gehe ich weiter nach unten und hol das Eisen. Und vielleicht droppt der für dich noch ein ordentliches Schwert. Hm. Aus so einem Sword of the Forest. Da würde ich sogar sagen, Peter, dann komme ich einfach mit, wenn du in den oberen Bereichen abfarmst, weil ich habe auch nur das rostige Schwert. Sonntag, Moment, der Händler ist ja da. Können wir gerne in dem Jena, du kannst doch schon vorgehen. Gibt es irgendein Level, ab dem Kupfer präferiert vorkommt? Ja. Der Kupfer kommt von 0 bis 40 etwa vor. Okay. Richtig viel. Und später nur noch weniger, beziehungsweise fast gar nicht. Was kaufst du? Ganze Kupfer. Ja, macht ja auch Sinn langfristig. Also ich denke mal, wir sollten uns am Anfang erstmal darauf fokussieren, dass sich vielleicht, was weiß ich, jetzt nicht sagen, jeder irgendwie individuell eins holt. Aber zumindest derjenige, der sich halt für die, gerade für die Landarbeit interessiert, der sollte dann halt schon Axt und Sense und na, Sense Flug. Nicht. Gießkanne finde ich persönlich ganz wichtig. Gießkanne im Flug ist sehr sinnvoll. Ja, dass man halt dann zum Schluss wirklich ein Feld von neuen Pflanzen mit einer Kanne begießen kann. Ja, wobei es wiederum überhaupt nichts mehr bringt, sobald man die großen Sprinkler hat. Ja, aber ganz ehrlich, die kosten eine Menge Schotter. Das auf jeden Fall, nur, ja. Ich finde, es lohnt sich halt. Klar, wenn wir dann zum Schluss an dem Punkt sind und wirklich uns mehrere von diesen Iridium-Sprinklern leisten können, die halt 24 Felder abdecken, schön. Aber bis dahin ist es noch ein harter Weg. Ein bisschen dauert das auf jeden Fall noch. Peter, du bist schon in Minen? Oder ihr beide? Ja, ich bin schon wieder raus. Oder jetzt auf dem Weg raus, was? Mehr Energieliste wünschen weg. Ja, bei dir oben können halt die Höhlenkarotten droppen. Die sind auch ganz gut. Die kannst du übrigens auch ausgraben aus den Fleckchen, wo Erde ist. Mit dem Pflug. Hm.
Okay, hier ist keine Leiter, da muss ich aufhaken. Oh, hier ist eine Leiter. Fledermaus auf mich zu. Du hast Eier. Ganz alleine und einzeln. Ein Quarz brauchen wir den? Ich hab's selber schon gefunden, kannst du also verticken. Irgendwann später wird das, glaube ich, interessant, wenn du die entsprechende Maschine hast, aber aktuell können wir ja aus CDs genauso verfeinerten Quarz herstellen. Verfeinerten Quarz, aber ja. Er meint normalen Quarz, den man aus. Ja, aber den kannst du später auch mit irgendeiner Maschine bearbeiten, oder nicht? So kann man natürlich, ja. Und Level 50. Oh cool, eine Belohnung. Unterer Stiefel. Ab wann kommt denn eigentlich der Grund? 100, glaube ich. Okay. Aber der Ausflug war sehr lohnenswert. Das war gut. Kann man irgendwas kriegen, was wir brauchen? Ich? Hm. Ja, ein bisschen was. Wo du es erwähnst, gehe ich gleich ins Community Center und pack das Zeug rein. Dann wird der Bus repariert, dann könnten wir in die Wüste. Was? 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 Wüste. Warum? Wüste. Jetzt kann ich ja endlich meine Mayonnaise-Maschine anpflanzen. Was kannst du machen? Stell sie am besten. stell eine Kiste hin. Eine Kiste mit dazu, dann packen wir alle Eier in die Kiste rein und die Mayo auch in die Kiste und so. Würde ich behaupten. Nein, daran behalten wir mal. Leider nur. In die ganz rechte Kiste packe ich die Sneaker und den Magnetring rein. Ich will die Sneaker. Nimm sie. Ich finde Sneaker toll. Ich brauche noch kurz Holz. Welche Steinchen meinst du? Ja, Jade und Amethyst und Quarz und so weiter. Okay, ich kann Treppen herstellen. Jo. Damit kommt man schnell runter. Erster Tag im Sommer. Yay! Nice. Sommer! So, und wie ist der Plan? Montag, sehr schön. Wir machen jetzt hier erstmal sauber. Deck. Dann kaufen wir Seeds und pflanzen den ganzen Kack an. Geh dann schon mal los, das Zeug hier holen. In rauen Massen bitte. Alles komplett, die ganzen 9000 verbraten, oder? Ich hab grad Hashbrownies gefunden. Im Mülleimer. Alles klar. Schon wieder auf Drogenkurs, oder was? Was? Nein, die hat irgendjemand weggeschmissen. Kann ich doch nichts dafür. Nein. Was? Warum wirfst du die guten Brownies weg, die wo ich dir geschenkt hab? Die Hasch-Brownies? Ja. Wieder eine neue Belohnung im Museum. Ups. Ein Bild. Jetzt stellst du es aber auch bitte in Mitte rein. Was ist denn hier die Mitte? Eins von beiden Feldern. Was könnt ihr eigentlich? Du müsstest, glaube ich, noch eins eine Reihe rechts machen. Dann ist es in der Mitte. Rechts. Nicht links. Rechts. Warte. Rechts. Oh Mann. Genau. Tu was für dein Geld. Junge. Jetzt steht's in der Mitte. Ja, wenn man jetzt oben. Ja doch, fünf Felder. Ja doch, passt. So, wir brauchen noch eine dritte Vogelscheuche für das Feld da unten. Davon ein bisschen was. Krieg ich hin. So, ich bin ein bisschen eskaliert. Ey, und auch noch 6 Felder hochgemacht. Wie selten dämlich ist denn das? Machst du die 7. Reihe auch noch? Komm, du hast unten eh schon angefangen. Und verboxe ja nicht. Oh, läuft. Schön. Das sieht ja schick aus. Fällt mir. Was für ein Punk, ey. Ihr seid ja doch nicht so unfähig.
Ja, ich kann auch noch ein bisschen mehr als nur angeln. Darf ich dir jetzt eins fragen? Warum hast du jetzt da die sechste Reihe oben hingemacht? Das hätte mit fünf Reihen optimal passt. Lass mich, ich kann das. Okay, ich nehm's wieder zurück. Ich nehm's wieder zurück. Ist doch unfähig. Oh Mann, oh. Ja, ganz ehrlich. Immer dieser Hate hier. Jetzt kommt's auch nicht mehr drauf an. Ja, danke. Die gleiche Idee hatte ich auch gerade. Eieieiei. Wollen wir dann nicht hier auch gleich noch eine Reihe machen? Haben wir es wenigstens symmetrisch? Hier oben? So. Weiß, ja, mach mal, ja, mach mal. Na. Was macht ihr jetzt? Und der hat schon wieder verkackt. Ich fress einen Besen, Alter. Ja, komm, mehr Spaß. So. Haben wir wenigstens einen Weg. So. Einmal zu seinem Haus und einmal. Dünger, Sascha, Dünger. Ja, ist in der weißen Kiste. Macht das irgendjemand? Oder teilt's auf, dass beide das machen? Standarddünger. Wir haben ja nichts anderes, oder? Ein Schnellwuchs oder so. Ja, aber das ist kein Dünger, der wächst nur schneller. Da gibt's nicht besseres Zeug. Macht halbe, okay. Halbe und dann. Ja, wo fangen geht wir das an? Schneller. Ja, irgendwo, mit der Wurstburg. Hau doch ab. Hau doch mal ab! Gut. Die Dinger hier sind auch die ganze rechts, oder? Ja. Wunderschön. Alles getut. Wunderschön. Jo, dann schaue ich noch kurz in ja, die. Ja, ist wichtig, dass wir das direkt am ersten Tag des Monats. Das Silo ist auch da. Machen. Okay, dann würde ich sagen, dann gehe ich mal mit der Sense raus und sorge dafür, dass ein bisschen Heu reinkommt. Die Regentage. Heu? 32, 33. Ich alles. Was ein kranker Typ, Mann. Meine Augen überall. Mach deine Augen aus meinem Haus raus. Entschuldigung. Wow, was für eine Einnahme heute. Muss man unbedingt dran arbeiten. Geht so nicht weiter. Like some rebels.